So, willkommen zurück zu Stalker Mr. Clear Sky. Rede mit Scheido Robovic. Ja, würde mal sagen, gehen wir zu denen mal hin. Oh, was? Oh, Alter. Alter, seid ihr behindert, Alter? Du bist der Armee entwischt, du Glückspilz. Ich habe das Gefühl, es gibt einen Grund, dass du hier bist. Komm zu mir, wenn du in der Gegend bist. Na, ja, rate mal, wo ich hin will, ey. Oh, Mann. Alter, die haben mich fast abgeknallt. Hier in den Puff. Sehr schön. Hallo, schön dich zu sehen. Also, wollen wir über das Geschäft reden? Von mir aus. Hallo, Sentner. Sag, was führt dich hierher? Es heißt, dass du vor kurzem einen Stalker hier gewesen ist, der nach seltenen Ersatzteilen gesucht hat. Erinnerst du dich an ihn? Ich sehe so viel Stalker hier in der Gegend, dass es echt anstrengend ist, ihre Namen im Kopf zu behalten. Warum sollte ich ausgerechnet bei dir eine Ausnahme machen? Was würde deiner Erinnerung auf die Sprünge helfen? Jetzt reden wir endlich übers Geschäft. Das gefällt mir. Also, die Sache ist die. Ich bin schon eine Weile hier. Mein Laden läuft gut. Hier und da gehen auch andere Bestellungen ein. Die Leute vertrauen mir. Aber mit meiner letzten Bestellung habe ich Schwierigkeiten. Der Kunde ist sehr wichtig und die Beute, die er haben will, ziemlich einzigartig. Alles lief wie am Schnürchen. Die Stalker sollten die Beute aus der Zone holen. Die Jungs von der Armee würden dafür sorgen, dass sie sicher durch den Kordon gelangen. Naja, Armee und Stalker haben sich dann irgendwie in die Haare bekommen und jetzt herrscht hier überall das Chaos. Die Stalker kämpfen gegen das Militär und keiner weiß, wo sich meine Beute befindet. Und das passt mir überhaupt nicht, denn bei mir ist der Kunde König. Wenn du mir also hilfst, den Koffer mit der Beute in die Finger zu kriegen, werde ich dir alles über deinen Stalker und seine Ersatzteile verraten. Abgemacht. Ja, was genau muss getan werden? Gehe zu den Stalkern beim Eisenbahndamm. Sie haben dort eine Art Basis errichtet und halten den Armeekommandeur gefangen, Chaletzky. Mir ist es egal, was du in der Basis anrichtest. Es interessiert mich nicht, ob die Spinner sich für Robin Hood und seine sieben Zwerge halten. Alles, was ich will, ist der Koffer und die Beute darin. Zuerst solltest du dich mit Valerian unterhalten, dem Anführer der Stalker. Ich werde sie wissen lassen, dass du in meinem Auftrag kommst. Abgemacht. Komm schon, sag, was du für mich hast. Bring mir diesen Koffer, sobald du ihn findest. Mach ich, mach ich. Jetzt muss ich erstmal kurz auf den PDA kicken. Kann ja nur da sein, wa? Trifft die Stalker hinter dem Bahndamm. Rede mit Valerian, dem Anführer der Stalker. Er könnte wissen, wo sich die Beute befindet, die Sidorovic sucht. Ja, dann geh doch mal hin. Wahrscheinlich. Aha. Haben wir eigentlich noch Granaten, ey? Ja, zwei noch. Mahlzeit. Hallo.
Alles klar. Ja, gehen wir mal weiter. Ich werde nachher mal die Einstellung bei Bandicam ändern. Der Mike war erst danach. Hilf uns, Mann! Die Armee greift unsere Stalker-Freunde an! Sie metzeln unsere Jungs ab! Wo steckst du? Na, ich komme schon. Oh, ich kann nicht rennen. Fuck. Oh, lauf doch mal schneller. Ha, jetzt jagen wir sie alle zum Teufel. Boah, Alter. Die haben ja dicke Knarren, ey. Boah. Oh shit. Heilung. Na, du komm mal her, ey. Na? Na, wo seid ihr? Eine Granate zu schmecken, ey. Komm, lad mal nach. Oh. Alter. Ja, wer will noch? Oh, null Munition, ich werd verrückt. So, jetzt. Ah, dich versteckt die Ratte, ey. Der wart mich steht am Midi-Kit hier kostet, ey, echt. Mann, wo sind denn die Wichser, ey? Gibt's da ja ne? Die Scheiße überhaupt an, ey. Ach Gott, ey. Ach, dann komm ich hier durch. Ja. Einer noch. Arsch, Alter. Schnauze voll hier, ey. Zeigt mir eure Taschen.
So, da liegen ohne welche. Dann kann ich erstmal schon die ganzen AK-Munition hier einsammeln. Warte mal. Die Binde nehme ich mit. Munition und was zum Fressen. Blutung stoppen, ja. Ah, der hat auch noch schöne Munition, nehme ich alles mit. Oh, den hatten wir. Sehr schön, dann gehen wir weiter. Ah, heftig, ey. Mal nachladen hier die Scheiße. Geh, schnell, der Händler hat ein gutes Wort für dich eingelegt. Alter, du sollst die Waffe wegstecken, Mann. Mann. So, dann rennen wir da mal hin. 90 Meter noch, 80. Na, wo geht's denn hier hin? Ey, warte mal. Ah, ich sitze scheiß Stocken, ey. Die geht mir auf den Sack, ey. Ich muss das nachher umändern, ey. Ich bin ganz ohr. Ne. Mit dir habe ich nichts zu quatschen. Mann, wir warten schon eine halbe Ewigkeit auf dich. Geh sofort zu unserem Anführer. Komm schon, spuck's aus. So, wo ist der Eingang hier? Ah. Na, hallo Söldner. Wir sehen nicht oft einen von euch hier beim Cordon. Was führt dich hierher? Ich komme in Auftrag von Sidorovic. Von Sidorovic sagst du? Also weißt du auch über den Kommandeur Bescheid? Okay, ich werde offen zu dir sein. Wir haben früher mit der Armee zusammengearbeitet. Sie haben uns erlaubt, unsere Waren sicher durch den Außenposten zu transportieren und haben uns ab und an nützliche Informationen gesteckt. Wir haben sie gut dafür bezahlt. Aber dann haben wir herausgefunden, dass dieser verfluchte Kommandeur für beide Seiten gearbeitet hat. Er hat den Banditen Infos über uns zukommen lassen. Dann hat er sogar zwei unserer Jungs auf der Müllhalde als Sklaven verkauft. Das hat das Fass zum Überlaufen gebracht. Und ihr habt die Armee angegriffen? Ja, ich denke, wir haben da etwas übertrieben. Keine Ahnung, was wir jetzt machen sollen. Wir halten den Kommandeur momentan gefangen. Das schützt uns wenigstens davor, dass die Armee uns mit ihren Helikoptern in die Steinzeit zurückbombt. Wir können ihn nicht töten, aber wir können ihn auch nicht laufen lassen. Dieser elende Bastard weiß ganz genau, dass wir ihn lebend brauchen. Daher gibt er nicht im Geringsten nach. Das Problem ist, dass er als einziger weiß, wo die Beute versteckt ist. Wenn wir Sidorovic diese Beute nicht liefern, wird er nie wieder Geschäfte mit uns machen. Falls es uns gelingen sollte, dieses Armeeschwein dazu zu zwingen, nach unseren Regeln zu spielen, würde alles ganz anders aussehen. Das kannst du mir glauben. Ich werde mich mal mit dem Kommandeur unterhalten. Vielleicht bringe ich ihn zum Reden und er verrät mir, wo der Koffer mit der Beute versteckt ist. So, mal gucken, wo der ist. Wahrscheinlich hier erstmal raus. Ah, da drüben ist er drin. Okay. Oh, warte mal. Fressen, der kann ich ja mitnehmen. Was glaubst du, Loch? Das ist doch kein Zoo. Ah, ein Armeekommandeur hinter Gittern ist ja mal ein lustiger Anblick. Lach du nur. Wenn du hier bist, um herauszufinden, wo ich den Koffer mit der Beute versteckt habe, hast du Pech gehabt. Verzieh dich wieder in deine tolle Zone. Meine Jungs werden euren lächerlichen Haufen früh genug auslöschen. Und euren Anführer, den knüpfen wir an der Brücke auf, damit jeder sehen kann, was passiert, wenn man sich gegen die Armee stellt. Er ist nicht mein Anführer, ich bin ein Söldner. Oh, wirklich?
Hm. Und was würdest du für deine Dienste verlangen? Was, wenn ich darum bitte, meinen Jungs beim Erledigen des Scharfschützen am Eisenbahndamm unter die Arme zu greifen? Zu teuer für eine Ratte wie dich. Mach die Tür von außen zu. Alles klar, hau rein. Spinner, ey. Ja, rennen wir mal wieder zu denen hin. Und? Hast du etwas in Erfahrung bringen können? Er ist ein sturer kleiner Wichser, sagt kein Wort über den Koffer. Stattdessen lauert er immer wieder von seinen Freunden, dass ihn nicht im Stich lassen und ganz sicher retten werden. Natürlich werden sie ihn retten. Dieses Verräterschwein schuldet ihnen noch eine Menge Geld. Er alleine hat ihre Aktionen geleitet und das Geld irgendwo versteckt. Hör zu, ich habe eine Idee. Es gibt nur zwei Männer, denen der Kommandeur vertrauen kann. Sie haben zusammen beim Außenposten gedient und er hat sie am Profit beteiligt. Sie werden also alles daran setzen, ihn zu befreien. Wenn wir diese Typen ausschalten, wird der Drecksack erkennen, dass ihn niemand retten kann. Das wird seinen Willen brechen und wir können die Informationen über die versteckte Beute aus ihm herausprügeln. Wir teilen das Geld auf. Und Sidorovic bekommt den Koffer. Was sagst du dazu? Das ist eine Möglichkeit. Hast du eine Idee, wo Schaleskis Freunde stecken können? Ich habe das Gefühl, dass wir sie nicht finden müssen. Chaleskis Freunde treiben sich hier in der Gegend herum und hacken Pläne aus, uns anzugreifen. Beim Aufzug wurde ein kleiner Trupp gesichtet. Hilf uns dabei, sie auszuschalten. Ich werde tun, was ich kann. So, speichern wir mal hier. So. Ups, falsch. Mann, ist ja richtig schön hier, ey. Oh Mann, ey. Schalte die Soldaten des Militärs beim Fahrstuhl aus. Ja, dann renne ich da einfach mal hin. 160 Meter. Oh, hier waren wir doch schon mal, ey. Oh, Alter, ey, du siehst ja gar nichts. Moment. Alter, knall mich ja nicht ab, ey. Hinten. Sehr schön. Gute Arbeit. Der Militärtrupp macht keine Schwierigkeiten mehr. Wir haben beim Depot einen weiteren Trupp gesichtet. Begib dich dorthin, Söldner. Na Moment, Alter, ich muss jetzt mal hier Muni sammeln, ey. Kann ich immer gleich losrennen zur nächsten Mission, das geht einfach nicht, das kannst du vergessen. С какой целью вы в нетрезвом виде пытались проникнуть на территорию зоны,
Na, der hat leichte Probleme. Aber kann man ja auch verstehen, war hier in der Zone. Fuchte nicht mit der Knarre herum. Du hast meine Aufmerksamkeit schon. Gut, dann beim Depot ausschalten. Die sollten auch beim Depot aus, okay. Meter. Ah, die Waffe klemmt. Fuck. Ah, das war eine Granate. Oh, ich hab hier keine Deckung, ey. Ah, ey, ich hab keine Deckung hier richtig. Zeigt euch, ey. Hier ist eine Granate. Ah, fuck. Ja, wusste ich, ey. Hier den Speicherstand, ey. Speichern. Alter, das war ja heftig. Ey, hast du keine Chance, ey. Und du siehst ja auch kaum was, ey. Na, mein Gott, sind wir immer gestorben, was soll's, ey. Und was ist, wenn ich dieses Baby hier benutze? No. Hier, fang, ey. Heftig, was hier abgeht, ey. Alter, war das knapp, ey.
Naja, hier kannst du nicht einfach durchrennen, hast du keine Chance. So, die ist besser, die Knarre. Ah, hinter euch. Boah, ey, hier ist was los, ey. Ja, war ja heftig, ey. Und wir sind nicht mal annähernd in der Zone, ey. Na gut. Mal ein bisschen heilen hier, so. Dann gehen wir mal zurück. Befrage den Militärkommandanten. Ja, machen wir. Kilo Gepäck haben wir, ey. Oh Mann. Schon ganz schön viel, ey. Ja, so ist es halt. Ego-Shooter mit Räumspieler. Ja. Mal warten, bis sich das Ding da aufgeladen hat, unten rechts. Dann können wir wenigstens ein bisschen rennen. Da. Mahlzeit. Ich bin die Aufmerksamkeit in Person. Ja, weiß ich doch. Oh, dann rennen wir mal zu denen dahin. Siehst du, was du davon hast, wenn du dich stur stellst? Deine Freunde sind tot und du bist immer noch hier. Niemand wird dich retten. Sag mir, wo du den Koffer versteckt hast. Okay. Ich verrate es, Bastarde. Er ist im Tunnel in dem umgestürzten Auto. Was sagt man dazu? Der kleine Scheißer hat gesungen wie eine Nachtigall. Die Koordinate des Verstecks sind schon auf deinem PDA. Bring alles, was du findest, zu Sidorovic. Er wartet schon. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal Stopp und machen in der nächsten super spritzigen Runde weiter. Haut da rein, bis dann.